Willkommen zurück zu einem neuen Teil Geschichten aus der Garage. Bier. Ja, warte. Erstmal ein neues Bierchen holen. So sollten wir jedes Video anfangen. Mhm. Sie haben schon, wenn wir den dritten Teil gedreht haben. Ja. Also, wir sind zurück zu einem zweiten Teil Geschichten aus der Garage. Da ihr hoffentlich, wenn das Video gedroppt ist, den ersten Teil gefeiert habt. Ja, alles klar. Alles klar. Grüßerchen, ne? Grüßerchen. Es geht weiter mit Schweden. Da ich dachte, wir sind jetzt gerade so im Thema drin und haben gerade wieder alle Erinnerungen zurückgeholt, die vom Alkohol noch nicht zerstört wurden. Das wird schon wieder richtig gut. Beim letzten Mal haben wir bis zu dem Punkt, wo wir ins Haus eingezogen sind, geschnackt. Genau. Und dann ging es ja eigentlich erst richtig los. Richtig. Also ihr müsst euch den ersten Abend so vorgestellt haben, dass wir halt den Kühlschrank komplett voller Bier hatten, ja. Und hammermotiviert waren. Also hammermotiviert. Wir haben uns echt... Ich habe eine Polizeikontrolle überlebt. Also für die Leute, die den ersten Teil noch nicht gesehen haben, ich mache eine Info gerade. Ja. Guckt es euch an. Ist ja. Und haben dementsprechend uns auch ein, zwei Bier reingekippt, würde ich jetzt sagen. Ein, zwei. Ganz gemütlich. Haben dann auch schon ein bisschen Bierpong natürlich gespielt auf der geilen schwedischen Terrasse. Die war so ultra groß, Mann. Riesig, das Mann. War einfach krass. Und dann halt mit so einem mit diesem Sonnenuntergang im Hintergrund und Blick auf den Fjord und so. Diesen, ja, da haben wir noch dieses Sunnyboy-Foto von uns beiden. Kannst du reinkommen? Ja, ja. Und wir haben, vor allem war das so eine Spießergegend, müsst ihr euch vorstellen. Das waren einfach nur Ferienhäuser von irgendwelchen Leuten, die halt. Ja, beziehungsweise, nee, es haben da voll viele Leute, glaube ich, gewohnt. Ja. Und dann halt so Ferienhäuser und dann halt, man konnte von überall, von allen anderen Grundstücken quasi auf unsere Veranda oder... Wir waren komplett im Mittelpunkt von all den Häusern, die da waren. Und haben dann natürlich auch ein bisschen Mucke gehört und ein bisschen sehr viel Bierpong gespielt und man kennt uns ja, wenn wir Bierpong spielen, dann ist das nicht gerade leise. Nein. Auf so einem, Montagabend oder so war das dann. Ja, Alter, das war toll. Naja, nächsten Tag sind wir dann alle... relativ rechtzeitig aufgestanden, sowohl es wieder möglich war. Und sind dann, glaube ich, erstmal Moped fahren gegangen, ne? So ein bisschen Gegend erkunden. Ja, wir haben uns erstmal die Gegend um das Haus herum angeschaut und sind dann noch. Ja, das war die Waldaktion. Das war die Wir alle Supermotos ja. Sind dann einfach auf die Idee gekommen, komm, ja, wir fahren einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Ein paar Feldwege und so. Und es waren halt so, oder nee, nicht Feldwege, Waldwege. Mhm. Und war halt so komplett voller Schotter. Und unser Kumpel JP mit einer echt tipptopp hergerichteten 300er RR auf Supermoto hat den folgenden Satz gesagt zu uns. Ach nee, wer hat das denn gerade? Ich. Ich bin in der Kurve weggerutscht, so Vorderrad halt weggerutscht auf Supermoto und hab mich aufs Maul gelegt. Und dann meinte JP halt zu mir so, ey, du musst dich in der Kurve auf den Tank setzen. Genau. Seine Argumentation, damit das Vorderrad vorne nicht rutscht, ist ja auch tendenziell richtig. Glaube ich auch. Sich das Gewicht nach vorne zu verlagern, wenn man auf Schotter fährt. Und original, 3-4 Minuten später, wir fahren so und pilzen halt so ein Waldweg längs, wenig uns. Und ich sehe halt nur so, wie JP so in der Kurve reinfährt und komplett geradeaus fährt in so einen kleinen Graben rein und da reinrutscht. Und jeder normale Mensch würde halt, oder Freunde würden halt so dahin fahren und so, scheiße, oh, Mann, was passiert? Geht's dir gut? Und wir sind alle angehalten und haben nur gelacht und immer wieder... Auf den Tank setzen, haben sie gesagt. Ist besser, haben sie gesagt. Ja, weil original 2 Minuten bevor, also vor der Kurve, hat er mir noch symbolisiert, ich soll mich auf den Tank setzen, damit ich mehr Grip habe. So, und ist dann vorgepetzt, weil ich war ein bisschen weiter vor denen, die haben das gar nicht mitbekommen. Aber ist auch alles auf meiner GoPro, schneide ich mit rein. Fahren los, also fahren weiter. Und JP petzt voran und ich denke mir schon so, sportlich JP, Alter. Ja, Mann. So. Und dann kommt so eine leichte Kurve und JP rast einfach geradeaus und ich denke mir schon so, alles klar. Schön nach vorne sitzen, Bruder. Ist er da reingeflogen? Digga, das sah so geil aus. Er ist einfach gefahren und das Vorderrad so, ne? Setz dich mal weiter nach vorne, das hilft. Ja. Naja. Das war schon wieder dieses Tageshighlight eigentlich, ne? Das ja, dann ist auch immer da sind wir auch nach Hause gekommen und haben uns einen reingelötet, ne? 12 Sekunden später. Auf die Bude.
Mehr haben wir nicht gemacht an dem Tag. Ja, original. Ich glaube, um 14 Uhr oder. Ne, wir sind um 14 Uhr aufgestanden. Um 16 Uhr waren wir wieder da vom. Ride out! So, und dann haben wir. Ja. Gab halt viel Bier. Wir hatten ja auch noch viel Bier zu dem Zeitpunkt. Mhm. Extra zu dem Zeitpunkt, weil später sah es schlechter aus. Ein Tag später auch. Und nächsten Tag das gleiche wieder. Wir sind halt bloß in eine andere Richtung gefahren. Ja, wir sind. Und das war doch da, wo deine Karre verhängt ist. Der Tag. Ja, genau. Wir sind losgefahren und dann mussten wir über so eine riesen Brücke rüber und da Nick immer und passiert nichts. Und passiert nichts. Ja, irgendwie hat sie ja Zündaussetzer gehabt. Also gefühlt war das also, wie einfach spritleer, genau. Kurz und dann willst du wieder einen Schub nachkriegen oder so. So dachten wir. Dann haben wir ein bisschen auf den Vergaser drauf rumgeklopft. Auf die Seite legst. Falsche Seite, ne? Irgendwas zum draufhauen auf dem Vergaser. Ja, das reicht schon. Tobi hat sich immer ein Loch im Vergaser gekriegt. Echt? Was auch nicht wirklich geholfen hat. Mit einer Gabel auf einem Parkplatz. Stimmt. Haben den. Also irgendwie hat es geholfen für den Moment. Genau, und dann sind wir noch so 5-6 Kilometer weitergefahren. Genau. Und durch die Walachei. Also wirklich unscheiß. Also in so einer Pampa, also dagegen wohne ich hier in der City. Mhm. Und war halt so komplett lost. Und dann ist halt die Karre verreckt, ging gar nichts mehr. Wir haben die nicht wieder gekriegt, auf den Vergaser geklopft, angeschoben, von nichts. Und dann sind JP und Ritz und Johnny. Ritz und Johnny nach Hause gefahren, haben einen Transporter geholt und haben dann deine Karre eingeladen. Und ich bin mit Finn und Zange zurückgefahren und... Die Story habe ich noch gar nicht gehört. Das war so geil. Auf jeden Fall, wir sind zurückgefahren und eigentlich, dachte ich halt, wir fahren ganz entspannt und wegen Finn hat eine ganz kurze Stunt-Übersetzung drauf. Ich hatte halt so eine 200 km/h-Übersetzung von der XC. Und so nach den ersten 2 Kilometern stellte Jenrik halt fest, dass er irgendwie das leichte Befinden hatte, auf Toilette zu gehen. Und dann kam halt irgendwann der Punkt, wo es mir egal war und ich einfach nur Kennzeichen nach oben geklappt habe und dann komplett mit Vollkind nach Hause geballert bin und dann sogar noch vor euch zu Hause war, wo ihr vor uns losgefahren seid. Ja. Und wir sind halt eine andere Route gefahren, die halt fürs Auto optimaler war. Und ich bin so und dann halt schnell in die Bude rein und ja, dann war auch wieder alles gut. Na Bruder, das musst du aber noch mal ein bisschen anders erzählen. Da war, ihr müsst euch vorstellen, wir waren zu dem Zeitpunkt schon 5 Tage in Schweden, glaube ich. Mhm. Dienstag. Ja, wir sind Freitag hin, Dienstag ungefähr 5 Tage. Ich bin jetzt zu faul zu rechnen. Auf jeden Fall, der Druck des Mannes war schon gut doll, was den sexuellen Druck angeht. Ich nenne es jetzt mal so. Also war bei uns immer so ein bisschen so ein, der fährt jetzt extra früher nach Hause, damit er sich halt hobeln kann, weißt genau. Du? Jenrik komplett Kickdown gegeben. Und alle dachten sich halt so, safe, der fährt jetzt nach Hause, um sich jetzt zu hobeln. Richtig. Und ich komme halt zu Hause an, komplett fertig, halt auf Toilette und dachte halt so, ach, ja, dann kannst du jetzt ja auch. Ja, genau. Und in dem Moment höre ich die Haustür und denke mir so, ja. Ja, Schweden waren halt 10 Tage ohne Wichsen. Für alle Leute, die. Weil wir alle irgendwie jetzt zu zweit im Transfer gepennt haben, Doppelzimmer hatten. Ja. War keine schöne Zeit. In der Hinsicht war es auf jeden Fall keine. Irgendwie so ab dem Abend, ich glaube, das war genau der Abend, wo wir dann Tinder mal wieder rausgeholt haben, um zu checken, ob wir in der Nähe da. Aber Bruder, Schweden ist ein Kaff. Schweden ist ein Kaff, da gibt es nichts. Also zumindest da, wo wir waren. Und ich weiß nicht, wie es in Stockholm war. Ihr wart ja in Stockholm am nächsten Tag. Genau. Ich war nicht mit. Dann kam. Ja, wir sind nach Stockholm gefahren. Also morgens sind Freunde von uns noch aus. Boah, ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Jetzt Eifel. Irgendwo in NRW. Jetzt Nacht durchgefahren, kamen dann an und wollten erstmal ein bisschen pennen. Und wir sind dann mit 3 Leuten. Nee, 4 Leuten. Nach Stockholm reingefahren mit dem Tramco. Und Bikes sind drin? Bikes sind drin. Und sind dann ein bisschen durch die City gefahren und so. Alles war ein bisschen angeguckt, weil letztes Jahr haben wir das auch gemacht, bloß auf eine bisschen andere Art und Weise. Was auch noch eine coole Story eigentlich ist. Ja, eigentlich schon, ja. Müsst du auch mal erzählen. Ja, habe ich in einem Live-React-Video ein bisschen drauf eingegangen, aber können wir noch mal ein bisschen thematisieren. Ja.
letztes Jahr, das Jahr davor war ein bisschen geiler durch Stockholm, diesmal war so ein bisschen intern, ein bisschen ruhiger, ein bisschen gelassen, gesitteter, ein bisschen weniger Roadies gemacht. Und ja, ein bisschen die Stadt angeguckt, war mega nett. Und zu dem Zeitpunkt seid ihr, also du und Johnny, eure beiden Karren sind verreckt. Genau. Ich weiß gar nicht mehr, war das... Benzinpumpe bei ihm. Oh, nee, ja, ich weiß, was das war, aber... Nee, wir sind doch noch, bevor ihr nach Stockholm gefahren seid, meine Karre ist vormittags verreckt. Ja. Dann sind wir abends aber nochmal los, oder was, einen Tag davor? Oder wir sind später nach Stockholm, einen Tag danach ist Johnnys Karre verreckt. Genau, nee, also meine Karre ist verreckt, Timeline-mäßig jetzt. Meine Karre ist verreckt. Nächsten Tag bin ich als Sozius bei uns Zange mitgefahren. Ja, eigentlich bei uns. Das war echt lustig an sich. Genau. Also ich dachte mir so, okay, komm, ich mache jetzt das Beste aus der Situation, so wie ich es eigentlich auch immer mache. Bringt ja nichts, zu Hause im Ferienhaus alleine zu sein und mich voll zu heulen, wie scheiße mein Leben ist, weil meine Karre jetzt nicht läuft und ich im Urlaub bin. Und ich dachte mir, komm, ich werde mir den ganzen Kram noch gönnen, ich will mit den Jungs sein, ich will einfach alles miterleben, was sie auch erleben. Ich fahre einfach Sozius bei irgendwie mit, bin dann immer bei allem irgendwie mal mitgefahren. Dann waren wir noch Waldweg. Da sind wir auf dem, durch so einen Wald gefahren und irgendwie hat uns das Navi, wir wollten irgendwie so ans Wasser, irgendwie so ein bisschen mäßig Aussichtspunkt, genau, das. So einen ganz coolen Point sein. Und das Navi hat uns dann über so einen Hof geleitet. Und drei Leute von uns sind halt durchgepilzt und auf einmal kam halt so der Typ, dem das gehörte, genau. Hat sich so quasi in den Weg gestellt und er meinte halt so, was wir hier machen. Und ich so, ja, wir wollten uns das angucken und so halt auf Englisch, Deutsch tatsächlich. Der hat irgendwie ja, der kam eigentlich aus Deutsch, aber ist schon ewig aus Deutsch. Aus Deutsch. Sprachen lernen, Bubble. Er kam aus Deutschland vor 100 Jahren, ist aber schon vor ewigen Jahren nach Schweden ausgewandert, kann nur noch ein bisschen Deutsch. Und irgendwie haben wir so ein bisschen darüber, also, dass wir da uns das angucken wollen, dass wir es irgendwie gesehen hatten. Und dann meinte er so, ach, ihr kommt aus Deutschland, normal. Ja, dann macht mal. Überlegt euch mal, in Deutschland, ihr fahrt über einen Hof und da kommt jemand auf euch zugesprintet. Wie oft oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Dass ihr dann trotzdem so einen Privatweg, der noch irgendwie, das ging 4-5 Kilometer durch den Wald, da noch hinfahren dürft, nachdem ihr sozusagen jetzt eigentlich nicht mal hinterfragt hattet am Anfang. Ja. Das ist aber übelst korrekt. So. Da kommt der Nächste, der auch mit dabei war. Stimmt, Zange, du hast Zange auch kannst du ja nicht mit dazusetzen. Was? Wir machen gerade Schweden-Recap, erklären gerade Story. Das ist hier warm, scheiße. Ja, dann musst du ihn schön in den Kühlschrank. Alles klar. Ja, und dann sind wir auf jeden Fall diesen Weg da längs gefahren, diese 4-5 Kilometer Schotterpiste, und haben einen ultra geilen Ausblick gehabt. Das war so zwischen so einem Fjord und haben uns da, ja, es ging ultra steil runter, es war echt anstrengend, wieder hochzulaufen, zumindest für mich. Ja, für mich auch, Alter, meine Asthma-Lungen gekickt. Ja, wir haben dann ein bisschen gechillt, Bilder an Familie und Freunde geschickt. Damit was wir von tollen Kultur und Urlaub natürlich machen. Im Endeffekt war es eigentlich nur saufen. Quatsch. So, und dann sind wir noch was essen gegangen. Dann sind wir weitergefahren. Stimmt! Und dann sind wir was essen gegangen, irgendwo in so einem... Also, wir waren bei einem Dönerladen in Schweden. Und haben da irgendwie Pizza, keine Ahnung, also war alles irgendwie ganz komisch. Pizza war auch nicht so am Start, war arschteuer irgendwie. Schweden ist gut teurer als Schweden. Schweden ist ziemlich teuer. Scheiße. So, Zange ist auch mit am Start. Zange war auch mit im Schweden. Und wir waren stehen geblieben, wo wir gerade mit Allemann beim Dönerladen in diesem Schweden... Das ist da, wo Fitzkeller ausgelaufen ist. Genau, das genau, war da wollen wir gerade Und ihr müsst wissen, Finn, seine Karre, wir haben den Motor kurz vorher neu gemacht. Also komplett, weil die halt verreckt ist, die Karre. Und der Motor hat halt ein bisschen Öl verloren. Und ganz wenig. Wir saßen halt beim Dönerladen und folgende Situation. Und er so, so viel Öl verliert ihr ja gar nicht, bla bla. Und wir sind zu dem Zeitpunkt schon 50 Kilometer gefahren. So, und... Nach dem Essen dann so, ja, alles klar, gucken wir uns die, also gehen wir zu den Bikes und man sieht nur unter Finn sein Bike halt so ein Ölfleck. Ja. Und er vorher noch so, nee, so viel Öl verliert ihr gar nicht. Und wir alle so, oh, dann mal schnell weg. Da ist doch gar kein Öl mehr drin, oder? Das passt schon. Aber bloß schnell weg, nicht, dass uns da noch jemand, deswegen den Ölfleck konnte, ne? Ja. Und auf dem Rückweg, auf einmal, wir waren auf der Tankstelle noch, haben noch kurz Karren vollgetankt. Ist ja in Schweden auch immer kritisch, irgendwie mit den Kreditkarten, manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Genau. Ist ja auch immer so ein Glücksspiel, ne? Hatten wir auch schon die eine oder andere schlechte Situation, sagen wir es mal so. Nachts um zwei auf dem Rückweg zum Beispiel. Und
Auf jeden Fall, auf einmal sprang hier von Ritzen Johnny die Karre nicht mehr an. Ja, also keine Chance. So normal getankt. Von jetzt auf gleich nichts mehr. Ja, einfach eine 2016er ist es glaube ich auch, ne? Nee, ja, oder irgendwie 14. Irgendwie Einspritzer auf jeden Fall, ja. Und ich war noch bei Zange hinten drauf und irgendwie, wir wollten los. Und ich sehe nur Ritzen-Johnny. Und es kam nichts. Und es hat sich auch noch nicht so angehört, als wenn da noch irgendwas kommt. Nee. So, die halt weiter, ich halt da geblieben, gewartet auf Ritzen-Johnny. Dachte mir so, Digga, die kannst du jetzt nicht alleine lassen. Ich lasse ihn jetzt. Mein Bike ist RIP. What's up? So. Das Squad, was zusammengekommen ist, geht auch zusammen mit Schrott und Karren ab. Ja, ja, ist halt echt so. So, dann wer ist den Transpo von, JP ist den Transpo von Ritzen Johnny dann gefahren. Ja, hat. Er hat sich noch über den sechsten Gang gefreut. Genau. Wir sind dann noch, okay. Ah ja. Das wird jetzt lustig. Tio, was machst du denn da? Funktioniert doch. Ah ja. Prost. Ah ja. Prost. Ja, Prösterchen, ne? Prost, ne? Auf Schweden, würde ich sagen. Ja, auf Schweden. Und auch noch weitere Urlaube. Boah, wir stehen geblieben. Ja, JP hat uns dann eingesammelt, lieberweise, uns zurück zum Haus gebracht. Und dann fing es nächsten Morgen an mit, ja, wir wollen nach Stockholm. Und ich hatte so eine Fresse, wirklich. Ich hatte wirklich so einen Hals. Ritzen Johnny hat es irgendwie so mehr oder weniger gelassen genommen, war natürlich auch angefressen, dass er seinen Urlaub jetzt so verbringen musste, ohne Bike. Ja, dann haben wir uns halt einfach gedacht, okay, wir machen das Beste draus, wenn die in Stockholm sind. Ich wollte natürlich nicht mit und Ritzen Johnny ist das auch nicht die Körperperson, die bei jemandem hinten drauf ist. Um es jetzt einfach nett auszudrücken. Ritzen Johnny, ich liebe dich. Ich hatte auch keinen Bock, noch ein weiteres. Also es war schon lustig, bei den Jungs mit hinten drauf zu fahren, aber irgendwie halt Sozius. Ja, so ein Tag ist das lustig, genau. So bringt Spaß. Oder irgendwann will man auch alleine fahren, dann geht es halt einfach auf den Nerven. Genau. Ja. So, und ja, Ritzen Johnny und ich haben uns dann auf die Fahne gesetzt, wir wollen jetzt unsere Karren heile machen. Scheißegal, was es kostet, scheißegal wie. So, ich bei Instagram, damals war ich noch gar nicht, also waren wir gar nicht so wirklich mit Reichweite am Start. Mhm. Ich hatte irgendwie 2.000, 3.000 Follower, Jannik hatte 5 oder so. Ja. So, und ich habe einfach aus Jox gefragt, ob jemand aus der Gegend zufällig weiß, wo ein KTM-Händler ist, weil Google nichts ausgespuckt hat. So, und dann hat mir wirklich jemand geschrieben aus Schweden, der auch noch in dem Kaff gewohnt hat, da musste man sich mal vorstellen, dir folgen 3000 Leute, von denen vielleicht 1000, 1500 oder 2000 aktiv sind und genau jemand da, wo du am anderen Ende der Welt von 1500 Kilometer oder wo wir waren, wohnt in diesem Kaff, wo du dein fucking Ferienhaus hast. Oh, ich hab fuck gesagt, scheiße. Musst du überbieben. Ja. Piep. das gelbe Dollar. Naja, auf jeden Fall hat der mir geschrieben, so, jo, Digi, ich kenne da einen Typen, der wohnt im Nachbardorf. Fahr mal. Der KTM-Händler ist aber nicht mehr immer da. Also das ist so ein Typ, so ein alter Herr, so ein Rentner, der halt so aus Jux einen KTM-Shop hat. So, in seiner Garage. So. Classic. Man kennt. Mach ich auch immer. Wir da hingefahren. Es war ironischerweise genau, also was heißt genau, aber nicht weit von dem Punkt, wo meine Karre gestorben ist, 2 Tage vorher. Und ich komme da an, denke mir, wo ist hier ein KTM-Shop? Ich dachte mir so, okay, das ist ein Haus, ich klingel mal. Was soll passieren? Ich geklingelt, der guckt mich an und macht so. Und ich gehe so, hä? Soll ich mich jetzt bücken oder hä? Dann geguckt, okay, das ist eine Garage. Runtergelaufen, unter dem Haus war eine Garage. Dann macht die Tür auf. Und sagt so, ja, irgendwas auf Schwedisch. Und ich so, sorry, I'm from Germany, I don't speak Swedish. Und er so, oh, sorry, come in. Ich dann rein und dachte mir so, Bruder, was ist das für ein Paradies? Die komplette Garage, also so eine richtig, ich würde behaupten, doppelt, wenn nicht dreifach so groß wie diese ganze Garage unter diesem Haus, nur mit KTM-Parts. Und ich dachte mir so, okay. Ich hoffe es. Ich hoffe, er hat die Teile. Ich ihm dann gefragt, was das Problem ist, dass ich von Deutschland komme, wir im Urlaub sind und mein Motorrad einfach keinen Zündfunke mehr haben. Okay, da müsste man noch dazu sagen, ich habe vorher auf dem Balkon, bevor wir zu diesem KTM-Händler gefahren sind, den Lichtmaschinendeckel auch gemacht und mir ist die Lichtmaschine entgegengefallen. Mhm. War dann natürlich klar, warum sie keinen Zündfunke mehr hat. Aber erstmal so die Frage, ey Jungs, gehört das so? Ja. Und wir so, nee.
nicht so ganz. Auf jeden Fall bin ich bei ihm, ihm erklärt, was Phase ist. Und er meint so, ja, boah, Bruder, ich glaube, das Teil habe ich nicht. Hat dann noch bei 4 oder 5 KTM-Händlern in Stockholm-Umgebung angerufen. Und die meinten alle, nö, nö, habe ich nicht. Und ich schon so richtig so, fuck, Digga, Urlaub gelaufen. Ich muss noch 6 oder 7 Tage hier verharzen. Ohne Motorrad. Wie mache ich das so, weißt du? Ihren, Ritzen-Johnny dann natürlich auch noch nach seinen Teilen. Bei ihm war es die Benzinpumpe. Nee, nicht mal die Benzinpumpe. Die Einspritzdüse oder irgendwie was, ne? In seinem, nee, im Tank. Das Ding, die Pumpe. Die Benzinpumpe war es eigentlich letztendlich, glaube ich. Da war irgendwie ein Wackelkontakt. Ja, da war ein Wackelkontakt drin. Ja, war irgendwie ein Wackelkontakt. Ich komplett so, oh fuck, man, muss das sein? Scheiße, jetzt, wo findest du denn, ohne 200, 300 Kilometer zu fahren, ist noch jemand, der deine Teile hat? Und so alt ist das Motorrad ja nicht, gar nicht gewesen. Und er meint dann, er guckt mich so an und sagt so, warte mal eine Sekunde. Ich dachte so, ja, okay. Ich hab Zeit. Und, ja, ich hab Zeit, oder ich bin im Urlaub. So, der Typ nach hinten verschwunden in irgendeinem Regalsystem, kommt irgendwann wieder mit so einem Päckchen. Ich schon so, oh Gott, ja, bitte, bitte. Und er sagt so, ja, ich hab hier eine KTM Powerparts Schweden Lichtmaschine, die mehr Watt oder whatever generiert, weil in Schweden fahren die Leute anscheinend auch im Dunkeln, weil es da früher dunkel wird als hier. Ja, also im Dunkeln Enduro. Die fahren im Dunkeln Enduro. So, und dann haben die halt mehr Licht da an dem Motorrad und auch am Helm, hat er mir so erklärt. Und die macht halt mehr Power, damit die das packt. Ich dann so, ja, top Sache, nehme ich. Passt die für mein Moped? Er so, ja, passt. Und so, ja, was kostet der Spaß denn? Ja, 250 Euro. Und ich schon so, oder ist es mir das jetzt wert? So, dann Ritzen-Johnny auch noch seinen Teil gefunden, was auch in den Laden war. So, jo, das brauche ich auch. Und ich habe noch irgendwie einen Gleichrichter dazu kaufen müssen, weil der auch noch mehr Spannung umwechseln muss. Whatever, ich habe keine Ahnung von Elektrotechnik. Irgendwie so. Ja, das Ganze dann sollte dann über 500 Euro kosten zusammen. Also auch mit Ritzen-Johnnys Bauteilen. Und wir haben schon so richtig so, boah, machen wir das jetzt so? Eigentlich können wir das in Deutschland ein bisschen billiger bekommen, so ein auf den. Aber haben das gar nicht laut gesagt, so, ne? Also wir haben halt in Deutsch uns unterhalten und meinten schon so, hab ich nicht so Bock drauf. Der nächste. Ach, du hast es. Der nächste Schwede. Wir machen da Video, Schweden, wir. Nimm den Bier und setz dich dazu. Ja, gut, also das geht ab. So, hallo. Na? Na? Alles gut? Ja. Ja, und dann hat dieser absolute alte Herr von Ehrenmann, nenne ich ihn jetzt einfach, uns alle Teile, die wohlgemerkt 500 Euro gekostet hätten, für sage und schreibe 200 Euro gegeben. Ja, richtig cool. Digga, also, er wird dieses Video niemals sehen, aber uns Idiot in Deutsch. Uns Idioten. So viel Preisnachlass zu geben in unserer nicht so glimpflichen Situation war halt echt die Ehrenaktion. Das ist jetzt schon wieder ein weiterer Teil gewesen, glaube ich. Ja. Würde ich jetzt mal fast behaupten. Ich glaube, wir können da noch wir können endlos noch von erzählen. Endlos viel erzählen. Das ist ja immer noch erst Tag 5 gewesen in Schweden oder 6. Ja. Oh, ja. JP kann ja auch noch mal falsch erzählen von seinen Erfahrungen in Schweden. Ich war da. Wir haben eben schon angeschnitten. Da, wo ich dich gerettet habe vielleicht? Oder welchen Tag? Oh, den haben wir auch schon. Aber auf den Tank setzen, ne? Prost. Ja, lasst mal Kommis da, ob ihr da auch Bock habt. Schaut bei JP auf Instagram vorbei. Schaut bei Yannick auf Instagram vorbei. Schaut bei Los Samos, a.k.a. Kako, auf Instagram vorbei. Ja, dann beende ich das Video jetzt hier mit Peace out.